Hallo, liebe Freunde! Willkommen zum Let's Play Space Engineers! Auf die Adminerboost TV oder auf meinen Kanal, je nachdem, wo ihr guckt. Vielleicht guckt ihr auch auf beide, dann doppelt willkommen! Heute im indischen Einkaufsladen, ne? Mit seinen Lips. Ja, dann bist du so seltsam angehört, wie du geredet hast. Ja, das ist indisch geklungen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, weil ich noch jetzt random Volk. Random Volk, das ist sehr rassistisch, finde ich. Also. Sehr rassistisch. Hier gleich an die Arbeit. Als guter Inder weiß man, was Arbeit bedeutet. Das ist jetzt rassistisch. Was denn? Inder sind wirklich gute Arbeiter. Sag mal von Deutschen, muss doch nicht stimmen. Lass mal aufhören, mich zu poken? Nein. Das ging schnell. Und wie ihr seht, sie haben die Waffen gebufft. Mentaler Nachtrag fürs Update-Video. Sie haben die Waffe gebufft. Ja. Oh, den Schatten von dir gerade so über so. So, über die Holohäuschen sind so. So, was machen wir heute? Du baust dein Schiffchen weiter, sehe ich schon. So ein bisschen, ja. Bis ich wirklich keine Lust mehr hab. Wir gehen jetzt mal kurz. Das ist nämlich weiter. Wir gehen jetzt mal kurz runter in den Tunnel. Und überlegen, was wir... In den Liebestunnel. Ja, da komme ich mit! Was wir letzte Woche machen wollten. Oder was wir fertig machen wollten. Genau, ich wollte noch hier das alles wegschaben und dann Lichter einbauen. Richtig. Da muss ich überlegen, was ich noch hier hinten mache. Ob ich es hier irgendwie abschließe oder ob ich noch einen anderen... Gang. Kannst du ja die Besenkammer hinmachen? Na, man könnte auch... Ich weiß nicht, was in die Richtung ist, aber man könnte theoretisch sehen, dass durch, also durch den Asteroid zum Ende, dann ist da so eine Art Eingang, mehr oder weniger, als noch abgeschottet. Wäre es nicht gerade weit weg? Guck mal, hier ist schon aus. Muss man trotzdem ein ganzes Stück wegschaben. Jo. Aber dann könnte man zum Beispiel hier dieses Auffangbecken für Large Schiff machen, weißt du? Zum Beispiel. Gucken, was da drüber ist. Nicht. Ja, tat nix. Könnte man so eine Verbindung nach oben bauen, weißt du, und dann da so. Das könnte man auch, aber durch den ersten Video, gut, aber ist auch mehr Arbeit. Du, dass man dann aus dem Fenster raus, komm mal hoch. Ja, warte kurz, ich bin auf dem Weg. Dass man so aus dem Fenster raus hier so übelst wegschaben könnte. Würden die Fenster aktuell auch Sinn machen. Sinnmachende Fenster. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt meinst. Du musst mir so verstehen. Wo bist denn du? Ich war gerade unter den Fenstern und hab dir rausgeguckt. Als ich gerade rüber zu dir, wo du eben fahrst. Man sieht kaum durch die Fenster. Wo bist du? Warum brauchst du so lange? Weiß ich auch nicht. Ich bin an einer Raumzeitkontinuum gefallen. Ach, da bist du. Ja, dass man hier halt so alles wegschabt. Und hier hat man schon so eine Art Verbindungstunnel. Und dass man dann hier halt so dieses Auffangbecken für die großen Schiffe macht. Ich hätte es halt hier draußen halt hingeklebt. So 6 oder 9x9, weißt du? Ich hätte es hier zum Beispiel hier draußen herangeklebt. Nö, das wäre zu weit weg von der Station gefunden, fände ich. Das ist ja dann doof was. Finde ich nicht. Ich finde, wäre genau richtig, weil schon die Ästhetik nicht stört, wenn da so ein riesiger Klopf ist. Nein. Ich finde hier so eine Annahmetafel wäre schon interessant. Ja, aber musst du. Und so dann hätten die Fenster auch so einen Sinn, so. Ja, stimmt schon. Im Prinzip müsste man dann hier runtergehen und dann an die Dingens hier anbinden. Ja, kein Problem. Guck mal, hier ist auch schon ein Dings. Ja, ich weiß, man kann die Tunnel nicht mehr richtig benutzen. Ja, deswegen. Könnte man ja machen. Mhm. Ich möchte erst dann vorher schon den Tunnel fertig bauen. Ja, kannst ja. Dann mach ich ja. Mach doch, krieg mich sowieso nicht. Wollen wir nochmal kurz dieses Resümee passieren lassen, was in dem Update gekommen ist für die Leute, die gucken? Ja. Die Update-Videos? Mach es doch. Mach ich. Also, liebe Freunde. Als allererstes schießen die Turrets jetzt auf alles, was sich bewegt. Und Raketenturrets funktionieren jetzt. Waffenschaden wurde gebufft. Gibt jetzt eckige Conveyor-Blöcke. Naja, nicht direkt eckig. Ja, also schon, aber es sind Kurven sozusagen. Ja, genau, Kurven ist richtig geworden. Kurven. Was gibt's noch Neues? Das war's. Na, die ganzen Schiffe wurden noch überarbeitet. Ach ja, richtig, und die Spawn-Schiffe wurden überarbeitet. Aber das ist ja jetzt für uns momentan. Aber das interessiert uns ja nicht wirklich. Ja, wir müssen auch erst noch neue Schiffe, also Assault-Schiffe bauen, um die
Also es wird jetzt nicht mehr so einfach. Und das neutrale Schiffe zu übernehmen. Silence. Silence. Ich hab grad Sachen aus dem Baum. Ich kann es eigentlich mal wieder irgendwas in der Ukraine. Weiß ich nicht, ich interessiere mich dafür. Ja, also ich habe jetzt auch nichts in der Zeitung gesehen. Ich habe lange nichts mehr in der Zeitung gesehen. Wahrscheinlich ist es den Medien zu uninteressant geworden. Ist ja immer so, wenn denen irgendwas so uninteressant wird. Dann passiert da nichts mehr. Über Game of Thrones? Nee. Ich will den Leuten das nicht spoilern. Deswegen, nee, können wir nicht machen. Wir könnten über die erste Staffel, die zweite Staffel reden. Da gibt es nicht viel zu reden, finde ich. Also, was ich wüsste nicht, worüber ich wieder mit dir reden soll. Wir haben da eigentlich schon drüber geredet. Das ist ein Teufelskreis. Scheiße! Hat ja immer noch keiner Themenvorschläge in die Kommentare geschrieben, so wie ich mal hast du? Angeregt habe. Also schon. Ja, ja. Das ist schon eine übelst lange her, dass so Themenvorschläge als Anregung auch in die Comments geschrieben werden können. Also, Themen, Meinungen, schreibt sie. Genau, so eine Art, wo ihr unsere Meinung drüber wissen wollt oder einfach eine andere Meinung drüber haben wollt, schreibt es in den Kommentare. Okay. Sie vielleicht auch ein bisschen so advice-mäßig, weißt du, so. Unsere Hilfe oder Ratschläge. Aber das kennt man dann. Kann ich kurz was denn? Hast du schon mal einen Block geplantet? Nee. Ja, mach das mal bitte kurz. Was denn? Bei mir fehlt der Geräusch, dieses Plant-Geräusch, weißt du? Dieses Pum, Pum. Bestimmt fehlt er bei dir. Ich hab eins. Ach, schwein rein. Ah, kann nur. Ich könnte wieder irgendwas Dummes erzählen von Arbeit, aber da ist in letzter Zeit nichts Dummes passiert. Oder? Weiß ich nicht. Irgendwelche Idioten wieder gehabt letztens? Ich hab nur deinen Schwager heute gesehen wieder, aber deine Schwester nicht. Ich weiß nicht, welchen du meinst, ich hab zwei. Dave! Und Dave. Oh, ich bin doch dein Schwager. Na, verheiratet sind sie nicht. Achso, nee, dann ist nicht dein Schwager. Oh, nicht verheiratet. Ich wollte gerade die Moose verdrücken. Muss ja auch nicht heiraten. Denn heiraten ist ziemlich unnötig. Kosten unnötig Geld und bringt du dann trotzdem nichts außer Steuervorteile, da kann ich auch drauf verzichten. Das Geld, was ich nämlich dann in den Steuern spare, gebe ich für die scheiß Hochzeit aus, weißt du? Wie findest du Hochzeiten unnötig oder eine Sache, die man machen muss? Solange es das Frauchen nicht will. Also wenn das Frauchen das will, muss man es ja machen und sonst ist es mir relativ wurscht. Muss man es machen? Ja, klar muss man es dann machen. Frauchen? Ja. Wieso muss man das machen? Kannst du sagen, hier, fick dich, Alter. Ja. Und mit Sandwich. Ein Sandwich. Das ist der beste Treuebeweis, den deine Frau einem Mann darbringen kann. Yay, yeah, Sexismus! Er ist doch nicht tot. Wir entwickeln uns weiter, Kevin. Von Rassismus zu Sexismus. GG! Yay, Evolution! Aber ich glaube, Sexismus war auch noch nicht wirklich ein Wort bis ins 20. Jahrhundert. Das war einfach normal. Bitte? Ich bin gestorben. Ja, damals war das alles noch selbstverständlich. Da hatte sich auch keiner dran gestört, glaube ich. Weißt du, da wussten die Frauen, der ihr Platz ist in der Küche. Bumm. Und jetzt, so im 20. Jahrhundert, dachte sich dann so ein schlaues Frauchen. Ja, sagst du es auch. Ja, ich weiß. Dachte sich dann so, eigentlich kann ich auch was anderes außer Sandwiches machen. Nicht mit mir. Ja, ich kündige. Und dann dachte der sich so, hier, Pimslap, Alte. Und dann war die Geschichte schon wieder zu Ende, ne? Weiß auch nicht. Wie kommt man auf Gedanken? Ich weiß nicht, wie kommt man auf Gedanken? Das ist... Danke, eine gute Frage. Wie kommt man auf Gedanken? Ich denke, oder wie kommt man auf die Gedanken? Wie war das? Dieses Cold Mirror-Ding? Ich weiß es nicht. Auf die Gedanken her. Ihre Gedankengänge sind zu komplex. Ja, es gibt entweder. Was? Also, entweder gibt es jetzt ein cooles Geräusch, wenn Steine auf
dieses Metall fallen oder ich hab Soundtrack. Ein Rumpeln, ne? Ja. Den höre ich auch. Ich weiß auch nicht, ob das nicht die ganze Zeit runterfallen. Könnte sein. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wo das komische Gerumpel herkommt. Komm mal runter. Los! Wo sind hier die Steine? Geh mal Steine. Hör mal kurz auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör auf, Kevin! Also, nö. Du musst mal hier die Rampen machen. Hör mal auf, hör mal auf! Jetzt hat's aufgehört, das Geräusch. Ja. Sei mal fleißig und reparier die Rampen. Nö. Nicht jetzt. Aber ist deine Aufgabe rein. Mach ich auch gleich. Aber jetzt mach ich erstmal da oben mein Schiff soweit fertig. Ach, ich hab das kein Baugeräusch mehr, das ist belastend. Ich hör's aber. Ich hör kein Bumm, Bumm, Bumm. Ja. Muss man den Spinner starten? Nee. Hey. Mann. Was denn? Wieso fallen die Steine immer auf meinen Kopf und sterben, lasst mich sterben? Bist du gerade gestorben? Ja, schon so dritt Mal heute. Oh, wow, ernsthaft? Nur bei diesem kleinen Ausmalen von diesen kleinen Ecken. Also sprich, was ich bis jetzt gemacht habe. Oh, wow. Die Steine fallen immer auf meinen Kopf rauf und dann über 3 Tonnen. Kevin, ich glaube, ich weiß, was ich Let's Playe. Was denn? Jetzt die Tage, sobald es rauskommt. Wolfenstein! Gut, ich will Transistor machen. Ja. Transistor habe ich mir auch vorbestellt. Hast du das überhaupt schon vorbestellt? Nein. Du wolltest es mir zum Geburtstag schenken. Ich weiß, ich hab's vergessen. Jetzt habe ich kein Geld mehr übrig. Nein. Weil ich Wolfenstein gepreordert habe. Für die Hälfte vom normalen Preis. Und dann noch ein mal Black Ops 3 für Alien gekauft hab. Black Ops. Aus dem gesparten Geld. Black Ops. Black Ops 2, ja. Klingt gut. Was? Ich könnte dir was Lustiges erzählen, was ich letztens auf Steam oder was in letzter Zeit auf Steam bei mir passiert ist und was auch mit Sexismus zu tun hat. Was denn? Naoki. Also Ugnag, Elliot und ich spielen noch manchmal so Garry's Mod so auf random Servern. So, wir haben uns das jetzt irgendwie zum Sport gemacht. Sobald wir einen weiblichen, also so ein Gamer-Girl in Anführungszeichen finden, wir müssen es rausnehmen und irgendwie die ganze Zeit runter machen oder belästigen, je nachdem worauf wir gerade drauf sind, weißt du. Und die eine, die haben wir schon mal geärgert, oder geärgert, was heißt geärgert? Cyberbombing. Du weißt, was ich meine. Cyberbombing Inc. Ja. Weiß ich, hab's immer noch nicht verstanden. Das schreibst du. Ja, mach mal. Schreib hier, in-game, damit die das auch lesen können, falls sie es nicht verstanden haben. Cybermobbing Inc. Ja, genau, so Cybermobbing-mäßig. Na, wir haben eigentlich nur sexistische Sprüche gemacht, weißt du, so. Hey, why do you have a PC in the kitchen? Oder sowas. Und die eine, das war irgendwie schon in ein paar Wochen her. Da haben wir die auch übelst. Da waren wir auf so einem Garry's Mod Stranded Server, weißt du? Und da haben wir dann übelst eingesperrt mit Props, die ist so hart gerage quittet. Die hat auch so einen komischen kleinen Freund mit, der irgendwie viel heller war als sie, weißt du? Wahrscheinlich so ein Anhängsel. So einer, der wahrscheinlich, ja, wenn ich hier dein bester Freund bin, dann so ein Friendzone-Typ, weißt du? Ja. Weißt du, was ich meine? Du weißt, was abgeht, ja? Totally. Und letztens haben wir uns halt so gedacht, was machen wir denn jetzt in Garry's Mod, weißt du? Wir wollten irgendwen trollen. Und alle Alien hatten noch den Link zu der ihrem Profil. Da sind wir da so hinterhergejoint, weißt du? Ich habe mich natürlich umbenannt, wir haben uns alle umbenannt. Und dann sind wir da so hinterher und dann sind wir so, haben uns mit der so unterhalten ganz normal, aber natürlich nicht über Voice. So, und wir hatten so einen Spruch, unser Signaturspruch, so, weißt du, so, fuck a right in the pussy. Und die hat dann wieder mit dem komischen kleinen Freund gespielt und irgendwann so nach einer halben Stunde spielen oder so haben wir den dann gebracht, weißt du? Dann haben wir den dann beide gleichzeitig im Voice-Chat
Und dann die ganze Zeit, weißt du, weil wir sie getötet haben oder so. Und sie hat sich nicht an uns erinnert. Nur, aber hier kommt wieder ein kleiner Freund, der so, oh, look at these guys. Aber die konnte echt sich nicht dran erinnern. Und dann habe ich dir einfach so aus purer Juxedollerei eine Freundesanfrage auf Steam geschickt, weißt du? Die hat auch noch angenommen. Nice. Und dann habe ich dir so einen Kommentar auf ihr Profil geschrieben, so Slut. Und dann dieses komische Space Pony, weißt du? Kennst du doch noch, mein Space Pony hier? Warte, ich schick dir das mal schnell. Space Pony. Hier, mein Space Pony. Das Slut-Kommentar hat sie gelächelt, aber das Space Pony hat sie da gelassen. Ja, nice. Und letztens habe ich dann so ein Bild gefunden. Das war so ein Typ, der hat in Snapchat ein Bild gemacht und dann hat er so geschrieben, oh look what the time is. Und dann hat er so seine Uhr fotografiert und so ganz schlecht draufgemalt, so send nude pics. Und das habe ich dann auch aufs Profil raufgeschrieben in die Kommentare. Aber sie hat mich bis jetzt noch nicht unfriended, also. Alles konnte er auch gelöscht. That's how the life works. Ja. Send nude pics. Das Beste war ja, Buchberg hat sich da übelst dran aufgegeilt, weil der Typ die Uhr am falschen Arm dran hat. Das stimmt, war es einfach nur gespielt, das Bild. Und dann. Ja, keine Ahnung, aber also warum hat er die Uhr am falschen Arm? Da kam da gar nicht drauf klar. Warum hat er den Arm an der falschen Uhr? Was der Plot ist. Gefällt mir der Flügel so? Do we like the wing? Yes, we like the wing. Zum Not mach ein paar Seiten rein. Dive'n? Seiten. Dive'n? Versteht ihr? Musikerwitz!